Leute, bevor es losgeht mit diesem neuen Unboxing und ich absolut keine Ahnung habe, wie dieser Controller aussieht und es ist der neueste mit neuen Funktionen, ein Prototyp, der kommt erst, ich glaube, so Richtung April raus mit sämtlichen Funktionen, also die neuesten Funktionen. Es gibt eine Aktion im Februar, eine Promotion-Aktion von 30%. Das heißt, wenn ihr euch einen Controller zusammenbaut, der wirklich das Nonplusultra hat, ich sag mal im Wert von 300 Euro, spart ihr 100 Euro. Wer schon immer einen wollte, das ist die krasseste Aktion, die Aim Controllers bis jetzt je gefahren hat. Vom 1. bis zum 28. Februar ist diese Promotion-Aktion mit Code CASPER10. Bekommt ihr diesen Rabatt? Mindestbestellwert tatsächlich nur 99 Euro. Wer jetzt nicht zuschlägt, selber schuld. Wer schon immer einen haben wollte, natürlich. Ich weiß, dass das nicht immer jedem gefällt. Wie gesagt, ich habe hier den neuesten Controller mit den neuesten Funktionen. Ich habe noch keinen Plan, wie die Optik von dem Controller ist. Mir kommt ja schon alles entgegen. Ja, es ist tatsächlich wirklich der neueste. Ich sehe es hier gerade an den Dingens, an den ganzen schönen Zetteln. Ich bin jetzt mal gespannt. Hier haben wir noch ein 2 oder 3 Meter Kabel, USB-Kabel. Es ist natürlich ein PS5-Controller. Gibt es für Xbox auch. Klar, hier eine schöne Tasche drinne. Und jetzt schauen wir mal und ich erkläre euch, was an diesem Controller neu ist. Ich gehe jetzt aber nicht durch dieses gesamte Bestellmenü. Was ist übrigens neu, zeige ich euch auch gleich. Zeige ich euch noch, wenn ihr den Rabattcode eingebt. So, jetzt. Oh, ja, ja, ja. Oh, hallo. Oh, sogar in meiner T-Shirt-Farbe. Wie praktisch. So sieht das gute Gerät aus. Pedals hier diesmal ohne Gamer Grip und hier ist schon eine Neuerung. Ihr seht, also alle, die hier lange schon dabei sind, die kennen wahrscheinlich meine Unboxing-Geschichten von Aim Controllers. Wir haben ja hier diese digitalen Button. Also das sind alles digitale Knöpfe an dem Controller. Das ist schon mal eine Neuerung, die gibt es aber schon ein bisschen länger. Die Schultertasten L2 und R2, diese Trigger, die gibt es hier mit einem Millimeter Tastendruck. Und die Neuerung ist jetzt, dass du hier so einen Regler hast und dann kannst du das Ding durchdrücken. Das ist komplett neu. Das heißt, die ursprünglichen Controller mit diesem Smart Trigger mit 1 mm Weg, die konnte man früher nicht benutzen, wenn du zum Beispiel mit dem Controller auch gerne ein Rennspiel spielen willst, wo du bremst oder Gas gibst, hier mit R2 zum Beispiel, dann konntest du den Controller nicht benutzen, weil hier gleich volle Action herrscht und du hier nicht das justieren kannst. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, machst du das wieder aus und bei dem hier, na, falsche Richtung, ist das genauso. Alter, das fühlt sich stark an. Natürlich neue Pedals. Was gibt es noch? Und das ist ganz, ganz besonders. Das gibt es nämlich auch jetzt erst mit dieser Version. Wie gesagt, diese Version kommt so in Richtung Februar. Wie da der Preis ist mit diesen ganzen neuen Funktionen, kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, das ist neu. Die Pedals kann man jetzt fast komplett variabel programmieren. Vorher war es so, entweder hast du dir einen Controller bestellt, wo die Pedals vorgefertigt waren mit den Haupttasten Kreis, Dreieck, Viereck, X. Für die PlayStation, natürlich gilt das auch für die Xbox mit den anderen Tasten. Dann konntest du einen bestellen, wo du programmierbare Tasten hast, die du selber umstellen kannst. Bei dem Controller ist jetzt aber neu, du kannst die Tasten, die ihr hier auf dem Bild ganz unten seht, alle programmieren. Das heißt, eigentlich können wir nur L2 und R2 nicht auf die Pedals legen. Jetzt können wir das komplette D-Pad, quasi das Steuerkreuz, links, rechts, oben, unten, die Stick-Funktionen L3, R3 draufschmeißen und R1, L1. Das konnten die ganzen anderen Controller vorher nicht. Und das ist eine absolut geile Sache, finde ich auf jeden Fall. Optisch natürlich, wer hier schon mal so ein bisschen über die Seiten durchgesetzt hat, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht durch das komplette Aim-Controllers-Menü, wie man sich den Controller zusammenbaut, zusammenstellt. Es gibt eine Menge Zubehör und so weiter und so fort. Wichtig ist noch, das möchte ich euch auf jeden Fall noch einblenden. Ich habe das jetzt einfach mal getestet mit Code CASPER10. Ihr seht es in dem grünen Streifen. Ihr seht einmal die Zwischensumme von 293 Euro. Ich habe da einfach fiktiv irgendeinen Controller mal reingeschmissen, habe meinen Code eingegeben und siehe da, wir haben knapp 90 Euro
Euro Rabatt. Das sind 30%. Wenn ihr jetzt theoretisch da euren Warenkorb mit 1000 Euro vollknallt, hättet ihr theoretischen Rabatt von 300 Euro. Also ab 100 Euro oder ab 99 geht's los mit diesem Code Casper10. Absolut geile Geschichte. Was gibt's noch zu dem Controller zu erzählen? Eigentlich nicht viel mehr. Es unterscheidet sich sonst von sämtlichen Unboxings, die ich über den Controller schon mal gemacht habe, nicht. Ansonsten kann man sich variabel diese Tasten digital bestellen, man kann die Standard bestellen. Es ist ein Original Sony Controller, der umgebaut wurde, nichts anderes. Was haben wir noch? Der hier ist, glaube ich, tatsächlich diesmal ohne digitale Tasten. Ja, ich hatte hier einen, also wenn wir den jetzt hier High-End bestellen, dann hast du hier auf jeden Fall ein richtig krasses Gerät. Dieser Controller hier zum Beispiel, der ist mit digitalen Tasten. Da ist der Tastenweg kleiner, reagiert schneller. Und hier sind die Standardtasten. Man kann in sämtlichen Farben, wie man will, auf dieser Seite sich den ganzen Controller zusammenstellen. Es ist eine absolut geile Sache. Ich betone nochmal, ich weiß, dass nicht jeder Fan von so einem Controller ist und dass die teuer sind, das wissen wir alles. Aber ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bis jetzt bekommen. Ich bin jetzt seit über 2 Jahren oder 3 Jahren sogar Partner von Aim Controllers und ich bin sehr zufrieden. Lebenslange Garantie. Und das gibt auch, glaube ich, keinen anderen Hersteller, der irgendwie Controller mit Pedals herstellt, die lebenslange Garantie bietet. Und ich glaube, viel mehr habe ich gerade gar nicht zu erzählen. Ich denke, ich muss es auch nicht mega ewig in die Länge ziehen, dieses Unboxing. Es ist wahrscheinlich schon mein 6. oder 7. Aim-Controllers-Unboxing, weil ich ja schon eine ordentliche Sammlung zusammengestellt habe von verschiedenen Controllern. Ich kann jedem nur wärmstens, der Bock auf so einen Controller mit Pedals hat, empfehlen. Schaut einfach mal bei Aim-Controllers vorbei. Jetzt im Februar ist es wirklich die beste Zeit, da einfach mal vorbeizuschnuppern. Und wer es nicht feiert, ist natürlich auch okay. Und ich würde sagen, das war's schon wieder. Bin auf euer Feedback gespannt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.